Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Riela, ich grüße dich. Du möchtest wissen, was kommt Monat Oktober auf dich zu. Die Ärztekarten haben immer eine wichtige Bedeutung, oft beschreibt die Monatsthemen. Hier sind die Mäuse. Die Mäuse haben mehrere Bedeutungen. Erstens ein bisschen Hektik, kleinere Sorgen, ein bisschen Nervosität, aber die Mäuse haben noch eine Eigenschaft, die fressen etwas weg. So heißt das im Kartenlegen. Und das bedeutet, die Mäuse entfernen etwas. Und es beschreibt dein Freundeskreis, Bekanntenkreis. Und es sind Personen, die nicht gut gesinnt sind zu dir, weil sie legen Steine auf dem Weg. Also es ist möglich, dass in deinem Bekanntenkreis ist jemand da, wo vielleicht neidisch auf dich ist und du wirst diesen Kontakt beenden. Außerdem, dieser Turm symbolisiert die Ämter und dieser Brief kann ein Dokument sein, ein Brief von Ämtern oder eine Rechnung, so etwas, was unangenehm sein kann, aber die Mäuse fressen das weg und es bedeutet, du bist gerade dabei, diese Hindernisse, diese Steine aus dem Weg räumen. Etwas ändert sich bei dir. Diese Veränderung zeigt diese Vogel. Und was ändert sich? Die Falschheit oder falsche Freunde, das geht zu Ende, weil diese Sense schneidet das ab. Trend. Du wirst in deinem Bekanntenkreis aufräumen und von falschen Menschen trennen. Oberhalb von dir sind deine Gedanken, hier sind diese Karten und die Fuchs kann auch eine falsche Gedanken auch bedeuten, wie zum Beispiel, das steht mir nicht zu, ich bin das nicht wert, bei mir klappt es sowieso nicht. Das sind falsche Glaubenssätze und wenn du davon verabschiedest, dann hast du einen wunderbaren Lebensweg vor dir und hier blüht etwas auf. Anderen Gedanken, wie zum Beispiel, ich bin wertvoll, das steht mir zu, ich habe das verdient, ich nehme das im Besitz, dann ändert sich dein Leben, weil du glaubst an dir, auch deinen Werten. Es gibt hier in diesem Kartenbild zwei Männer und du stehst mit beiden in Verbindung. Der eine Mann ist hier und setzt etwas in Bewegung oder hat mit Pferden was zu tun und das ist seine Stärke. Mit ihm stehst in einer direkten Verbindung, gibt es aber ein anderer Mann auch und er macht Gedanken über dich und hier liegt auch das Herz. Dieser Mann liebt dich und er möchte mit dir zusammen sein, einen gemeinsamen Lebensweg. Aber der andere Mann mit dem Pferden hat auch eine Verbindung zu dir, weil hier ist dieser Ehering, das, was euch verbindet. Hier erscheint zwar noch eine Frau, aber es ändert sich etwas bei diesem Konstellation. Also du kannst beide Männer vertrauen, beide Männer zeigen Interesse und mit beiden Männern stehst du hier in Verbindung. All das, was dir wehgetan hat,
die Schwierigkeiten, die Probleme, wird beendet, die Sarg bringt es zum Ende. Und dann kannst du mit Neuigkeiten rechnen, auch familiär und wohnlich, aber auch beruflich. Was die Finanzen betrifft, liegt sehr gut, kommt Geld ins Haus. Beruflich wirst du Möglichkeiten haben, hier öffnet sich eine Tür für dich, Chancen, Möglichkeiten. Diese Schlange hier kann eine Frau sein und unterstützt dich beruflich und bekommst einen Vertrag von dieser Frau, wenn du das möchtest, eine berufliche Veränderung. Aber diese Schlange bedeutet auch Wandlung, die Erneuerungsprozesse. Dieser Baum symbolisiert Gesundheit und die Schlange, die Darmbereich. Das kann sein, dass in die nächste Zeit er oder du in dieser Richtung dann Problem zeigt. Etwas liegt auf dem Magen. Und ich würde sagen, das trifft gar nicht dich. Ich würde sagen, das betrifft eher ihn, weil hier liegt die Kraft, auch die Schwierigkeiten. Und bei ihm kann das zum gesundheitlichen Problemen führen. Und jetzt betrachten wir die einzelnen Wochen. Erste Woche, Monat Oktober, hier sind die Ereignisse. Die Mäuse entfernen etwas. Du wirst etwas verlieren, aber du verlierst gar nichts dabei. Ich würde sagen, du räumst auf, du bereinigst etwas. Das sind Hindernisse, Schwierigkeiten, ämtlichen Situationen oder in dein Freundeskreis, Bekanntenkreis. Dieser Turm kann auch bedeuten, du fühlst dich gefangen und die Steine symbolisieren oft Ängste, weil der Angst ist der größte Stolperstein in unserem Leben und es geht zum Ende, weil die Mäuse entfernen etwas. Es kommt eine gute Nachricht, eine Wende. Kann sein, dass du zweifelst daran, aber bleib im Vertrauen. Negative Gedanken entfernen, aber trotzdem sei vorsichtig, weil du kannst nicht jedem vertrauen. Und dann blüht deine Zukunft, dein Lebensweg auf. Zweite Woche, Monat Oktober, hier sind die Ereignisse. Das ist Bewegung, das ist eine Reise oder ein Besuch von Ausland. Dieser Schiff symbolisiert auch eine Seelenreise und es kann sein, dass dieser Mann auf dem Pferd dein Seelenpartner ist und du gibst ihm die Kraft und die Stärke. Dieser Schiff symbolisiert auch Hoffnung. Hier habt ihr Verbindung, das zeigt dieser Ehering und diese Schlange, die Erneuerungsprozesse mit dem Baum zusammen kann gesundheitliche Themen auch andeuten im Darmbereich. Aber es steht alles im glücklichen Sternen, kommt auch die Heilung. Du triffst hier schicksalhafte Entscheidungen oder kommen schicksalhafte Veränderungen, weil du stehst vor dieser Kreuzung und hier bei dieser Kreuzung überlegst, wie geht das jetzt weiter, in welche Richtung. Nach vorne oder zurück, links oder rechts. Aber vertraue dein Schicksal, es steht alles in guten Sternen, es kommt eine glückliche Wende, dieses Bild zeigt auch in dieser Hinsicht. Wenn es um Berufung handelt, diese Frau hilft dir beruflich und hast du Chancen, Neuigkeiten für einen Neuanfang, was die Kinder symbolisieren und sei selbstsicher. Du kannst diese Tür öffnen und das bringt dir auch Glück. Hast du hier die Unterstützung. Und dritte Woche, Monat Oktober, hier sind die Ereignisse.
Diese Karte tut weh, weil hier wird man regelrecht gepeitscht. Das trifft diesen Mann, aber das wird beendet. Seine Haltung ist noch sehr verschlossen, ist alles noch undurchschaubar, aber in einem späteren Zeitpunkt kannst mit Neuigkeiten rechnen. All das, was dir wehgetan hat, geht auch zu Ende. Du hast die Möglichkeit, etwas Neues lernen, was dich beruflich unterstützt, auch finanziell. Das bringt dir die Leichtigkeit und du wirst das auch lieben. Letzte Woche, Monat Oktober, hier sind die Ereignisse. Hier wird etwas bereinigt, kommt alles im Fluss. Die Sorgen, die Schwierigkeiten und all das, was wehgetan hat, geht zum Ende. Was undurchschaubar ist, kommen die Neuigkeiten, kommt die Sonne, scheint die Sonne schon. Also das bedeutet, klärt sich etwas auf, kommt die Klarheit. Diese Karte zeigt auch die Klärung. Es öffnet sich neue Türen, neue Möglichkeiten, auch beruflich, auch wohnlich. Das könnte auch ein Umzug sein und die Finanzen liegen hier sehr gut. Das könntest du auch finanzieren, falls du das vorhast. Hier liegt etwas im Verborgenen. Das sind Träume, Sehnsüchte, Hoffnungen und dieser Mann, wo dich auch kennt, macht sehr viel Gedanken über dich. Dieser Mann liebt dich, findet dich sehr attraktiv und hat seine Sehnsüchte. Aber er traut das nicht zum Sagen, weil er hat das Gefühl, du verdrängst ihn. Er braucht vielleicht Zeit. Liebe Riela, so könnte ich Monat Oktober beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.